Salam alaikum und alaikum salam, meine Freunde. Ich bin's, euer Bakayashi, und das sind die Video Patch Notes vom 3.5.2023. Samina mina, waka waka Samina mina, sankaleva. This time for Bakayashi. Okay, also, wir haben drei Events. Wir haben Pearl Shop, wir haben das Update selber. Also, wir fangen direkt an. Der Patch heute ist wirklich sehr übersichtlich, ja. Aber nichtsdestotrotz läuft immer noch ein 50% Drop-Event, ne, das läuft noch, also rein in den Grind. Was ist neu? Fangen wir mit den Events an. Endspurt beim Fortschritt eures Charakters der Saison vor dem Abschluss. Die Season endet nächste Woche Mittwoch, dementsprechend jetzt nochmal hier der letzte Spurt in Richtung Ende der Season. Was gibt es Neues? Ihr könnt als neue oder wiederkehrende Spieler unter Z euch einen Schwarzstein der gefrorenen Wellen und einen Schwarzstein der tobenden Wellen abholen. Damit kriegt ihr ein Item for free auf Pen von Ted ausgesehen. Mit for free meine ich, dass die Chance hundertprozentig ist. Ne? Kein RNG, ihr braucht kein Stack, kein gar nichts. Also damit könnt ihr eine Waffe oder eine Rüstung auf Pen bringen von Ted. Und damit könnt ihr ein Schmuckteil von Ted auf Pen bringen. Ohne RNG, ganz sicher. Außerdem gibt es für alle Spieler, egal ob Neulinge, Wiederkehrende oder Alteingesessene, eine weitere Spielzeitbelohnung. Und zwar, wenn du 30 Minuten und dann 60 Minuten spielst, gibt es halt das alles nochmal hier unter Z abzuholen. Ne? Ein paar Enhancing Mats für die Season, ein paar Enhancing Mats für auch Nicht-Season. Auf jeden Fall, das ist das erste Event. Kommen wir direkt zum zweiten Event, das ist wirklich sehr übersichtlich. In dem heutigen Patch gibt es einen kleinen Change zu den Zäunen, wenn ihr Anbau betreibt. Und dementsprechend gibt es auch ein kleines Event dazu. Also, ihr könnt bei Lara eine Quest annehmen, und zwar die Quest-Event Duftenden Tulpenzwiebeln. Da bekommt ihr dann 5 dieser Samen, die pflanzt ihr dann einen neuen Anbaugarten und dann kriegt ihr pro Ernte 3 bis 5 Tulpen. Das ich hole mir Laserschwert und ich rasiere damit eure Ärsche glatt. Dafür müsste ich dich eigentlich für 24 Stunden Timeouten, Digga. Gut, wer denn? Pro Ernte bekommt ihr dann 3 bis 5 dieser Tulpen, also im Schnitt 4. Das heißt, bei 5 mal 4 sind es ungefähr 20 im Schnitt, die ihr erwarten könnt. Für 10 dieser Tulpen könnt ihr das hier einmalig eintauschen bei Lara. Ist halt wirklich sehr übersichtlich, Leute. Ist halt, macht den Fett nicht fett. Macht den Braten nicht fett, ne? Und die restlichen könnt ihr für einen Memfrag eintauschen, wenn ihr übrige Tulpen habt, ja? So, letztes Event. Was, wenn die Gerichte aus Black Desert Charaktere wären? Da geht es darum, dass ihr einfach so ein Role, an so einem Roleplay-Event mitmachen könnt. Ihr sollt ein Bild aufnehmen, dazu schreiben, welches Meal euer Charakter sein soll. In dem Fall Special Fruit Pudding. Das hier ist eine milde Dattelpalmwein. Okay. Das ist ein besonderer Obstpudding. Das hier ist Honigwabenkeks. Das hier ist ein Karottensaft. Der ist echt gut. Das ist echt gut. Der ist echt gut. Ne? Gut, auf jeden Fall, wenn ihr da mitmacht, haben 5 Leute Chance auf einen Z-Klassiker Baldachin. Das ist ein Kochkostüm. Und alle, die mitmachen, bekommen eine exzellente Kochnische mit 5000 Haltbarkeit und 2 Kisten mit hochwertigen Mahlzeiten. Also auch wirklich sehr übersichtlich, Leute. Ne? Gut, kommen wir damit zum Pearl-Update, Leute. Was gibt es im Pearl-Shop neu? Was ist nice to buy? Und was ist eher Schmutz? Also, es gibt ein neues Kostüm. Glitzeni des Himmels. Glitzeni des Himmels, Leute, ne? Mit Lan, mit Jeans, ne? Oder sieht aus wie ein bisschen wie Jeans, aber ist eigentlich nicht Jeans, aber sieht schon sexy aus. Aber ist okay. Gibt es nicht nur für die Lan, gibt es auch noch für weitere Klassen, und zwar für die Wusa, für die Megu und für die Bändigerin. Es gibt außerdem noch einen Titel dazu. Es gibt aber ein Gesamtpaket, und zwar das hier und das. Also die normalen Outfit-Kostüme lohnen sich nicht für 2200 regulärer Preis, aber wenn ihr euch das Kostüm unbedingt haben wollt, holen wollt, würde ich auf jeden Fall das hier empfehlen. Das ist ziemlich gut. Normalerweise kostet ein Manis verfeinerter Treibstoff 10 Euro, also 1000 Pearls. Das sind hier 2 Stück, das sind einfach schon mal 2000 Pearls. Das hier ist ein magischer Holter, die Polter, der regulär 1650 Pearls kostet. Das sind nochmal 300 Cronstones, das sind nochmal 16 Inventarplätze. Davon kannst du halt eins davon auswählen, solltest du halt gucken, was dir fehlt. Kriegst halt noch dazu diese Blume des Himmels. Aber würde ich nur empfehlen, wenn ihr auch wirklich Bock auf das Kostüm habt. Ne? Ja, gut, also, dann 8-fach Premium, keine Ahnung, ob die den Stream mit Ahabai gesehen haben, auf jeden Fall wissen die jetzt auch immer, wie man richtig hier das Cash aus der Hose grabbt. 17.000 Pearls für 8 Kostüme und 8 RNG-Boxen mit Cronstones kann man sich 10-mal pro Woche kaufen. Digga, keine Ahnung, okay, keine Ahnung, okay, ja, kann man machen. Nein, also, bitte nicht.
bitte nicht für Kostüme cashen. Es lohnt sich nicht. So, das ist ein Angebot, das ist ziemlich gut, gerade wenn es darum geht, Enhancing zu betreiben. Es ist ein ziemlich gutes Angebot. Wir bezahlen hier 215 Pearls für insgesamt 15 Artisans. Und das können wir uns jeden Tag einmal kaufen pro Familie. Das Ganze geht 2 Wochen lang. Lohnt sich. Ihr zahlt ungefähr etwas mehr als 14 Pearls pro Artisan und regulär sind die bei 40 Pearls und gute Angebote beginnen ab 20 und weniger und das ist halt bei 14, also ziemlich gut, wenn ihr irgendwie in Artisans rein wollt. Ja, das Angebot ist Schmutz, das Angebot zum Pferdethema ist auch Schmutz. Dann haben wir jetzt wieder 180 Tage Vorteilspaket, Kammersilfbaum und geheimes Buch des Altmonds. Ja, also, normalerweise zahlen wir 1500 Pearls für 30 Tage. Das heißt also, regulär würden wir hierfür nur 90 Euro zahlen, also 9000 Pearls, ja. Das Ding kostet 14.400 Pearls. Wir haben aber hier noch die Auswahl zwischen einem geheimen Buch des Altmonds und einem Segenkammer-Silvierbaum, auch mit 180 Tage. Und natürlich dazu noch 30 Loot-Scrolls, 10 XP-Scrolls und 10 Elixier-Amplifikatoren, damit wir unsere Arzneien oder was auch immer mal 4 erhöhen können. Also, normalerweise zahlen wir hier für ein geheimes Buch oder für Kammer-Silvierbaum 15 Tage wohlgemerkt. 10 Euro, aber da sind meistens noch irgendwelche anderen Items mit dabei, so Loot-Scrolls, XP-Scrolls und so weiter und so fort. Also sagen wir mal, nehmen wir mal die Hälfte an, ja, also wir zahlen nicht 10 Euro, sondern 5 Euro für 15 Tage. 15 passt hier rein 12 Mal, ja, und dann haben wir 12 mal 5 Euro, das sind nochmal 6000 Pearls. Also hast du hier regulär vielleicht so 9000 plus 6000 sind 15.000 Pearls. Du hast aber noch 30 Loot Scrolls, allein die sind, würde ich sagen, pro Stück 100 Pearls wert. Also sind das nochmal hier für 3000 Pearls. Also wärst du bei einem Value von 18.000 Pearls, ne? Hier steht zwar ein bisschen mehr, weil der reguläre Preis nur für Baum und nur für Buch ist ein bisschen höher, aber wir wollen es halt so umrechnen, dass es auch rational ist. Also ungefähr 18.000 Pearls und jetzt ein kleiner Rabatt auf 14.400. Wenn du einen fetten Coupon hast, so 20-30% oder sogar 50%, dann auf jeden Fall worth it, ne? Aber ansonsten schwierig. Gönn die Olum, gönn dir doch. Wenn ihr denkt, ihr spielt die nächsten 180 Tage auf jeden Fall jeden Tag, dann safe oder jeden zweiten Tag oder so, ne, dann safe. Wenn ihr aber merkt, okay, in den nächsten 6 Monaten habt ihr, keine Ahnung, einen längeren Zeitraum, wo ihr nicht spielen könnt, dann holt euch das nicht, weil die Zeit läuft trotzdem weiterhin ab. Aber wenn ihr sagt, ey, ihr spielt auf jeden Fall, dann rein da, ja. Golden Globe, vielen Dank für den Reset im 33. Monat, weiß ich sehr zu schätzen. Kuss geht raus. So, dann haben wir das Ganze nochmal einzeln, ne, die drei Teile, die ich erwähnt habe, haben wir nochmal einzeln, 180 Tage Vorteilspaket für 7200 Pearls, da sind immer wieder ein paar extra Bonis mit dabei, dann kann man Silvia das gleiche und Buch des Altmunds ebenfalls das gleiche, falls ihr nur irgendwie vielleicht eins von beiden braucht. Eselsglück mehr. Osnack, vielen Dank für die 100 Bits, ich mach mal die Alerts aus, die dümmsten, bis wir mit dem Pearl-Shop, bis wir mit dem Patch durch sind, danke vielmals Osnack. Okay, dann Tauschschein für Kampf-XP, Talent-XP. Da gibt es 2 Angebote. Für 8000 Pearls könnt ihr jetzt einmal die ganze XP von einem Charakter auf den anderen Charakter tauschen. Das Ganze gibt es hier nochmal ein bisschen teurer mit Atem, Stärke, Gesundheit-XP. Und hier, das sollte ich mal updaten. Das hatte ich von Jim Luffy gesagt. Hier, jetzt ist es richtig rum. Coupon und Manis verfeinerter Treibstoff. Kann man eins davon auswählen. Ist okay. Ist okay. Also, ich würde, wenn ihr dafür geht, dann nur das obere holen. Weil das Ding kostet regulär 1000 Pearls. Genauso wie das. Und diese Stärke, das. Scheiß der Hund drauf. So, ein richtig gutes Angebot, Leute, und da finde ich, das sollte jeder sich holen, sind diese Clorenzis Reisekoffer. Ja, du hast hier einmalig einen mit 8 Plätzen, für 1000 Pearls ungefähr. Das ist ein Koffer, der chillt in deinem Inventar und hat halt, wenn du raufklickst, nochmal 8 weitere Inventarplätze. Und das Ding ist nicht charakterbound, du kannst es also über ein Lager hin und her schieben von Charakter zu Charakter. Und das wollen wir, Leute. Wir wollen charakterunabhängige Items haben. Wir wollen dafür cashen, was nicht charakterabhängig ist. Und deswegen, bevor ihr für irgendwelche Inventarplätze zahlt, zahlt lieber hierfür. Das könnt ihr halt auf allen Charakteren später nutzen, ne? Das heißt also, netto haben wir hier 7 Plätze und das Ganze gibt es nochmal mit der 16-Plätze-Version. Die könnt ihr euch sogar zweimal kaufen. Also das hier nochmal für 2000 Pearls. Würde ich ebenfalls empfehlen, Leute. Das ist nämlich ein Item, was sehr nachhaltig ist, was ihr auf allen Charakteren nutzen könnt, selbst wenn ihr den Charakter mal irgendwann wechseln solltet.
Das hier sind dann netto 15 Plätze, ne? Netto 15 Plätze, weil ein Platz im Inventar geht ja schon drauf. Also hast du ja dann zwar 16 Plätze in dem Koffer drin, aber der Koffer selber frisst ja auch einen Platz weg, also nimmt er dir einen Platz weg. Gut, es gibt ein paar Angebote für Lagerplätze in Altinova, Valencia und Rabatt der Woche ist Kairos für Krieger. Aber ja, also Clarences Reisekoffer, Chocgüzel, die 180 Tage Buffs, da solltet ihr überlegen, ob ihr wirklich für den langen Zeitraum auch spielt oder nicht. Und das Daily Artisan Angebot ist auch ziemlich nice. Und damit kommen wir auch zum Patch selber, also der ist auch wirklich sehr übersichtlich. Es gibt ein paar Class Changes, ich habe mir dazu nur die von Wizard Witch angeguckt. Also es gibt hier einen kleinen Change zum Warrior, es gibt was zur Valkyrie, zum Ninja Kunoichi. Beim Mage ist es so, dass jetzt beim Mage Magierin die Succession PvE-wise ein bisschen gebufft wurde. Also wir haben hier mehr auf magische Pfeilsalbe. Wir haben ein bisschen mehr auf Froststarre, also Eisnebel. Wir haben ein bisschen mehr auf unserem Shift-F, Erdbebenzerstörung. Ein bisschen mehr Damage im PvE, aber ob dafür dann die Succession wirklich viable wird, weiß ich noch nicht. Elementarer Fluss hat eine höhere Cooldown-Reduction jetzt bekommen, von 0,5 Sekunden auf 1,5 Sekunden. Damit können wir halt die Elemente des gleichen Skills häufiger verwenden. Aber ja, ich weiß halt, muss ich mir mal anschauen. Ich kann nicht einschätzen. Ich glaube nicht, dass es viable wird. Okay, dann haben wir was zum Striker. Striker wird, glaube ich, gebufft, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wie gesagt, ich schaue mir halt dazu meistens immer nur meine eigene Main-Klasse an. Schaut euch, wenn euch das interessiert, nochmal gerne selber an im Detail. Ich werde natürlich alle Links hier unten in die Beschreibung mit reinhauen. Einen kleinen Change zur Korsaren und das war es auch schon. So, was gibt es aber eigentlich im Patch, außer den Class-Changes? Wir haben jetzt hier die Belohnung, die wir unter Z abholen können, jeden Tag. Das ist ja so eine Daily. Die wurde verändert, wo du 100% Kampf-XP und 30% Talent-XP für eine Stunde lang bekommst, von 59 auf 60 erhöht, also du kannst sie bis 60 inklusive noch abholen. Wir haben jetzt eine neue Questline bekommen, wo wir einen weiteren starken Zaun for free bekommen können, für unseren Garten, für unseren Anbau. Wer dazu nochmal wissen will, was man damit machen kann, ist eine sehr gute passive Einkommensquelle. Ich werde dazu mal einen Guide unten in die Beschreibung mit reinhauen. Da bekommen wir jetzt nämlich einen zweiten Zaun umsonst. Es gab ja schon mal eine Quest, die uns einen starken Zaun for free gegeben hat. Die findet ihr unter O und dann unter vorgeschlagene Quest. Würde ich euch gerne zeigen, aber wir sind gerade immer noch in dem Patch, in den Wartungsarbeiten hier. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt hier diese Quest annehmen und ihr bekommt am Ende, wenn ihr die Quest könnt ihr nur annehmen, wenn ihr Fachmann 1 seid im Anbau, ihr bekommt einen starken Zaun. Wenn ihr sogar Meister 1 seid, und bekommt ihr sogar bei Klau in Velia, beim NPC Klau, K-L-A-U, da steht es auch nochmal in der Beschreibung, könnt ihr aus diesem starken Zaun sogar einen Meisterzaun machen, der ist dann wieder kleiner, ne, und ihr braucht dafür lediglich 2x 10 Millionen Goldbarren und 3 geheimnisvolle Samen, um den Klaus-Zaun zu bekommen. Ja, gut, dann haben wir einen kleinen Buff für Eritreas vergessen, das ist ja dieser Limbo da, wenn ihr diese Hexenmarke droppt, während ihr in Elo-Bergen grindet. Ja, was wurde hier geändert? Wir hatten vorher 2 Schwierigkeitsgrade. Der schwierigere Schwierigkeitsgrad hat uns mehr Loot gegeben und der niedrigere Part hat uns halt weniger gegeben. Das Ganze wurde halt auf eine Schwierigkeitsstufe vereinfacht und man bekommt aber trotzdem den Loot des höheren Schwierigkeitsgrades. Ja. Insgesamt ein bisschen schneller durchführbar, aber ja, whatever. So, dann könnt ihr euch doch bestimmt erinnern, wenn ihr die Season startet und in der Wüste grindet, also so ab Medea und weiter rechts in der Wüste halt, kann es sein, dass ab und zu so eine Invasion vorbeischaut, ja. Da entsteht dann ganz oben im Himmel so ein riesen fetter Portal und der hat halt 5 Minuten gebraucht, bis er dann wirklich vorzeitliche Waffenmonster gespawnt hat. Das Ganze wurde jetzt verkürzt auf 30 Sekunden, also die kommen halt instant raus, ja. Und es wird mehr Monster geben, die euch dabei befallen während der Invasion. Sie haben eine Chance, jegliche Relikte zu droppen, also Marshis, Kehels und Leschas. Und ihr habt die Chance auf geneigte Lichtsteine des Feuers, Erde und Windes. Außerdem bekommt ihr mehr zeitgefüllte Erze und veredelte, statt 1 hier 1 bis 2, statt 1 hier 1 bis 3 und statt 1 hier bis 1 bis 2. Also insgesamt mehr Loot, es ist schneller und es ist lohnenswert. Es gibt noch einen weiteren Change hierzu und das sollte uns auf jeden Fall beeinflussen, wenn wir die nächste Season betreten. Und zwar wurde
die Chance dafür, dass so eine Invasion entsteht, bei Kriegramnest, Schulzwache und Basihöhle nochmal drastisch erhöht. Und zwar auf das Dreifache, 30-fache. 30-fache. Also, wenn man also auf diese Invasion abzielt, sollte man auf jeden Fall auf eines dieser Spots grinden. Sind halt auch Gruppenspots. Bei Basi brauchst du nicht mal Loot Scrolls, ne? Da kannst du ohne Loot, musst du ohne Loot Scrolls grinden. Da funktioniert gar nichts, nicht mal Agris. Und aber trotzdem haben wir immer noch die Chance auf Invasion, auch bei anderen Spots wie Nagas oder so, ne? Also klar. Nur hier ist die Chance halt deutlich höher. Okay, Leute. Liebe Leute, das war's auch schon heute wieder mit dem Patch Notes in BDO vom 3.5.2023. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Follow da, lasst gerne ein Like da, Leute. Kommentar für den Algorithmus, Hashtag Käse, ne? Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Denkt auf jeden Fall dran, dass nächste Woche die Season endet. Also gebt nochmal Gas, macht die Season fertig, haut eure ganzen Echo-Risses weg. Ja, sonst sehen wir uns im Stream wieder auf twitch.tv/Makayashi. Viel Spaß im Video.